Folge Nummer 53 von Oxygen Not Included. Wir müssen schauen, dass wir hier vorankommen. Wir wollten das Gas haben. Hier sind noch zwei Teile, die da gemacht werden müssen. Ich weiß gar nicht, wie die Prioritäten hier so alle sind. Hier auch auf 9, das ist vielleicht jetzt nicht so wichtig hier auf 9, oder? Da können wir mal hier auf 5 gehen, denke ich mal. Das ist doch gar nicht so wichtig. Hier unten, das ist wichtig. So, was ist ja mit unserem Erdgas? Da müssen wir noch gucken, ne? Also das fehlt nur der Strom, dann läuft das Ding, oder? Was haben wir hier? Buddy-Butt-Samen. Ja. Da kommt jemand mit dem entscheidenden Material. Das ist schon mal gut. Da baut einer hoffentlich... Ah, der baut nicht nur... Ah, Otto hat schon Druck auf Ohren. Keine Luft, das ist schlecht. Ja, leider noch nicht fertig. Aber er hat was hingebracht. Wie sieht's hier aus? Auch noch nicht fertig. Ja, das müssen wir mal gucken, wie wir das fertig kriegen noch. Er geht auf Toilette. Warte mal, hier sind noch Dingens. Da können wir noch mal reingucken. Was können wir denn noch machen hier? Barney. Barney können wir machen. Der hat ja hier noch nicht Forschung oder Bedienung. Bedienung. Und dann haben wir noch Miep. Miep ist... Miep hat hier schon schlechte Stimmung. Da brauchen wir gar nicht weitermachen. Warte, Barney, können wir den anderen Hut noch aufsetzen? Genau, dann passt's. Was haben wir denn hier noch so? Was ist das denn hier mit Miep? Miep ist im Krankenbett? Ein geplatztes Trommelfell. Okay, das geht aber weg. 37, 35 Sekunden, das ist ja schon mal was, oder? Cool ist ja, dass er sich da hingesetzt hat. Hingelegt hat. Aber hier ist wenig Sauerstoff drin, das ist auch wieder doof. Überdruck in der Lüftung. Sauerstoff ist hier oben, aber nicht da unten, das ist das Problem. Und das ist gleich weg, das geplatzte Trommelfell, oder wie sehe ich das? Okay, das ist tatsächlich wieder geheilt. Also hier hat er noch eine schwere Verletzung litten, die seine Arbeit und sein Wohlbefinden beeinflusst. Athletik minus 9. Okay, der ruht sich erstmal aus. Vielleicht wird das noch besser. Was hält hier Luft und ach, hungrig ist er auch noch. Aber Essen gibt es hier eine Mail aus. Dann kann er sich auch was zu essen nehmen. Kann das sein, dass der rote Balken schon ein bisschen hochgegangen ist? Können wir nochmal gucken, oder? Gesundheit 33. Ja, lass uns nochmal nach da unten gucken, wie weit das mit dem Erdgas ist. Leider noch nicht gebaut. Ja. Hier gibt es zum Glück was zu essen. Wie sieht es da aus? 8754, noch nicht so rosig. Die sind gerade alle am Pennen. Jetzt geht's weiter. Und Miep, was macht Miep? Miep liegt noch da. Ach, warum habe ich den jetzt da rausgeholt, ne? Hält Luft an. Ah, 36, er wird gesund. Das ist schon mal gut. Das steigert sich. Und die holen was zu essen, das ist auch gut. Ja. Was macht unser Wasser hier? Steht bei 9 Inhaltsenergie 29,1 Grad. Das ist so 26 Grad, oder? Das ist doch 3 Grad weniger. Da brauchen wir nicht gucken, weil das funktioniert beim Miep ja gar nicht. Jetzt gehen hier welche los. Was machen unsere Anzüge? Da müssen wir auch noch gucken, dass wir die Dingens machen, ne? Diese Station, wie heißt denn das Ding hier? Schutzanzugsschmiede. Warte, was müssen wir haben? Metall 400 Kilo. Das bedeutet, das muss da gemacht werden, ne? Ja, weiß ich nicht. Ist das egal, welches Metall? Machen wir mal hier, zack. 10 Stück dahin und fertig. Müsste ja auch mal einer machen. Dann wie ist denn die Prio hier? 6, machen wir mal auf.
Ah, nee. Ich wollte es auf 7 machen. So. Sauerstoff kommt da. Ja, der Anzug da. Die Station müssen wir irgendwo hier hin. Da müssen wir die hier umbauen. Warte mal, da machen wir doch mal gerade so ein paar. Zack. Zack. So, ne, oder? Und zerlegen wir das. Und das Ganze haben wir wieder geschafft, in keiner Prio zu machen. Ja, komm, mach so fertig. Hier ist noch nicht fertig. Ist denn hier alles soweit fertig? Warte mal, Strom ist soweit angeschlossen. Ja, ja, die Dingens hat schon. Und was ist? Irgendwas war doch da auch noch mit Rohren, ne? Wasser. Ne, Wasser war nicht. Lüftungsrohr, Lüftungsovole. Ach, hier fehlt noch was. Gut, dann müssen wir das noch gerade machen. Lüftung, Lüftungssanit, ne, Lüftung. Ne, Gasfüllt, ne, Gasbrücke brauchen wir auf 9 natürlich. Ist das richtig rum? Ja, ist es. Und Gasleitung brauchen wir auch auf 9 dann. So. Das sollte auch fertig werden, oder? So. Irgendwer hat hier jetzt ein Update gekriegt. Wie sieht's mit Miep aus? Der liegt noch im Bett. Mäßige Verletzung. Athletik minus 6. Gesundheit schon bei 50. Okay, das wird schon besser. Der wird schon wieder gesund werden. Gut, dass wir die Krankenstation haben. Oh, hier unten wird was gebaut. Okay, die Leitung wird fertig. Das ist cool. Kohle aufgenommen und haut damit ab. Und jetzt fehlt nur noch das eine Ding da, ey. So ein Shit. Aber da kommt wieder einer. Otto macht das schon. Komm, Otto, mach den Strom fertig. Und jetzt läuft's. Jetzt haben wir gerade keinen Strom, ne? Aber hier ist schon der erste Gas durch. Hier geht's gerade runter. Oh, wir haben hier sofort... Oh, hier haben wir eine Pfütze. Ah, da müssen wir noch was graben hier. Da müssen wir noch was machen. Hier muss noch ein Becken drunter. Wie sieht's denn hier mit Keimen aus bei diesem Zeug da unten? Ach, shit. Das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Ich glaube, das muss hier runter. Und da lang. Und hier wieder hoch, weil da bauen wir dann eine Pumpe hin. Aber hier muss erst eine Leiter hin. Und da muss erst noch was weg, das war zu früh hier. Und hier müssen wir graben. Jetzt läuft das Wasser darunter. Das ist schon mal gut. Da kommt die Leiter hin. Wenn die Leiter hinkommt, dann kann da auch einer runterkrabbeln, oder? Ah, hat noch nicht ganz geklappt. Aber warte mal, wenn da jetzt Strom läuft, dann lass mal gerade das Stromoverlay nehmen. Die Leitung geht hier hoch, geht da hin, geht hier hin, da. Der. Das Maus-Hamsterrad, das braucht nicht mehr bedient werden. So, jetzt gerade noch weiter nochmal nach Strom gucken. Wo geht's denn noch hin? Hier hin, hier hin. Okay, das ist dann alles da versorgt. Das Tier kriegt das. Schleusen sind jetzt nicht so wichtig. Okay, da muss man überlegen, wann man hier noch verbindet. Allerdings haben wir es ja super schwierig mit der Leiterkabel. Da müssen wir noch gucken, was wir damit machen. Auf jeden Fall sind die dünnen Kabel, die hier unten sind, erstmal zu schlecht. So, Verbindeobjekt mit Energiequellen kann in Wand- und Wohnzügen verbaut werden. Für ein Gebäude mit Stromquellen kann in Wand- und Wohnzügen... Ja, das ist das, was wir brauchen, oder? Dann ist nicht mehr so viel Überspannung da, oder habe ich das falsch verstanden?
Okay, da haben wir kein Material mehr. Okay, da ist jetzt einer, der baut schon mal da was. Aber hier müssen wir mal. Ach, haben wir wieder Prio nicht, ne? Okay. Also Strom läuft erstmal, ne? Also hier unten wenigstens. Warum er noch läuft, weiß ich nicht, aber vielleicht ist ja die Batterie voll, dann wird er ja aufhören. Dann kriegen wir auf jeden Fall einen Duplikanten frei, der da weiterhilft. Was macht Miep? Miep liegt noch im Bett. Miep hat aber 64 Gesundheit, das ist schon mal gut. Mäßige Verletzung. Athletik minus 6 ist das. Ja, wird schon werden. Hier unten braucht ja auch keiner mehr dann hin, oder? Wenn wir das dann endlich fertig haben. Shit, hier ist schon ziemlich viel Wasser. Warte mal, wenn wir da vorne einen Stein sitzen, dann kann das Wasser doch nicht weiter und wir kommen durch die Schleuse hier rüber, oder? So. Und dann setzen wir nachher hier, wenn das hier zugemacht ist, eine Pumpe hin und die Pumpe pumpt das Wasser dann weg. Nur die Frage, wo es hingepumpt wird, ne? Wasser-Overlay. Da rein, ne? Hier irgendwie abliefern. So wie das da. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Das Wasser ist ziemlich viel, was da läuft. Aber dafür haben wir Strom. Und das hier ist... Wird die jetzt voller oder nicht? Wo sehe ich das? Kabel, Verschlusssauerstoff, große Batterie da. 25, 8, ja doch, die lädt. Die lädt, das ist doch schon mal gut, oder? Ach so, wir müssten jetzt eine Batterie haben. Der läuft doch immer weiter, auch wenn er Überschuss produziert, kann er sein. Wir brauchen jetzt eine intelligente Batterie. Strom. Intelligente Batterie, was fehlt uns? Veredelte Rohstoffe. Na super. Irgendwo war gerade ein Jingle. Da. Gucken. Essen ist schlecht, also keinen neuen Duplikanten. Ein Pockepanzerleich oder ein Leuchtkäfernymphe? Ja, was ist mit den anderen beiden denn? Stärke gesenkt und Luftverbrauch erhöht. Das brauchen wir schon mal eher nicht. Ist aber eine Nachteule, das würde uns auch weiterbringen. Ne? Athletik und Landwirtschaft, hier haben wir Medizin. Wir haben den Miep, der, ich glaube, der ist hier gar nicht schlecht, ne? Komm, wir nehmen den noch rein. Allerdings, ist das wieder so eine Geschichte mit dem Essen, ne? Komm, wir haben aber Leute, die... Nochmal da rein und jetzt kann der ja noch hier einen Punkt kriegen. Oder der kocht erstmal. Aber kochen haben wir ja schon einen. Doktorfähigkeiten haben wir auch einen. Wer hat denn die Doktorfähigkeiten? Nee. Hier der. Ah, oh, es ist der Miep. Ja, komm, dann machen wir erstmal die Doktorfähigkeiten, dass Miep schneller gesund wird, oder? Liegt er noch da? Ja. Also, dann muss der auch noch den Hut aufkriegen für die Fertigkeiten. Zack. Dann soll der sich um Miep kümmern, dass er schneller gesund wird. So, hier passiert nichts. Die können hier definitiv runter, ne? Ich hoffe, ich mache da kein Eigentor mit dem Lingens. Wie ist denn mit Essen? Ach, hier wird noch was abzuernten. Ach, hier liegen auch ganz viele Mehlläuse, ne? Da ist gerade wieder eine reif geworden. Hier, die wachsen jetzt auch, wo wir das Licht angemacht haben, die Dornenblüten. Gut. Ja, die sind alle müde hier noch. Haben wir keinen Sauerstoff hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, hier ist es schlecht mit Sauerstoff, ey. Der rutscht dahin.
Wie sieht es denn mit unserem Umbau hier aus? Der ist fertig, das heißt, da kann eine Station Ben hin, aber da fehlen uns ja wahrscheinlich die Rohstoffe für, ne? Wie groß ist denn das? Ach, kann man nicht sehen. Ja gut, dann ist das so. Wir brauchen jetzt unbedingt hier das Zeug hier. Da kam gerade einer, aber... Macht das jetzt einer oder nicht? Was ist das denn hier? Ach, Kupfer, veredeltes Metall, ist ja passiert. Ja, komm, nochmal auf 10. Das haben wir auch auf 10 und Prio auf 8. Weil wir brauchen das ja hier für die Batterie und so, ne? Ah, guck mal, hier ist, glaube ich, schon was weggebaut worden, ne? Ah, kalte Füße. Zack, Prio hoch und alles wegwischen. Er baut da. Der Ari. Läuft, oder? Ah, wir müssen das Wasser unter Kontrolle kriegen. Und das funktioniert nur, wenn wir das hier weggebaut haben. Würde ich sagen. Aber das Ding kriegt keinen... Erdgas mehr, oder? Produziert aber ordentlich Strom. Sollte man das jetzt hier oben verbinden? Ah, ich glaube, wir müssen das mal mit diesem Starkstromkabel noch machen, aber das war nicht so einfach, ne? Strom. Leiterkabel geht nicht, weil wir kein Material haben. Starkstrom würde gehen. Aber das ging hier irgendwie nicht durch die Wände durch oder so, ne? Genau. Stromabschaltung. Ich brauche diese Batterie. Ja, im Wischen sind sie schon ganz gut. Jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir das fertig kriegen, oder? Ich hoffe, der ist immer noch genug tätig hier, dass wir da was kriegen, weil er gerade untätig ist. Das wird gerade hier genug gemacht, ne? Ja, sieht aber auch mies aus, ne? Hat auch ein geplatztes Trommelfell. Miep, wärst du schon gesund? Das Bett brauchen andere. Hungrig, halt Luft an. Fast 7 Punkte noch. Ich glaube, das Wegwischen, das klappt hier auch gar nicht, ne? Okay, er ist jetzt schon wieder gleich so weit, dass er explodiert mit dem Gas. Okay, die Wand ist auch fertig. Granit aufgenommen. Jetzt baue ich hier weiter. Ja, jetzt baut er hier vorne und dann kommt er da hinten nicht dran. Kann das sein? Shit. Und das würde aber bedeuten, wir müssen diesen hier... den Ziegel zerlegen. Dann tropft das Wasser da ja auch runter, ne? Ah, und wieder Prio 0815, ne? Shit. Aber ist noch richtig gewesen. Okay, schauen wir mal, ob das klappt mit dem Ziegel darunter. Er wischt jetzt. Das Wischen können wir da, glaube ich, mal nicht priorisieren, oder? Lass mal das wegmachen. Abbruch. Das nützt ja nichts. Okay. Jetzt können wir gucken. Warte mal, wir wischen jetzt hier rechts noch das mit Prio 9 weg. Und hoffen, dass dann das... Ach, jetzt wird gerade nichts produziert. Ist klar, ne? Ach, weil er braucht das da. Ja, super, oder? Das heißt, wir brauchen da einen Stein, der Wasser durchlässt. Verwendet, um Wände und Böden für Räume zu bauen. Lässt flüssiger im Gase durch. Gut, dann machen wir das. Aber wie gesagt, ne, Prio 9, aber ist so. Und das würde bedeuten, das machen wir bei dem auch. Wenn das Wasser hier oben bleibt, machen wir das da auch.
Jetzt bleibt da bloß nicht drin stecken, ey. Schleim hier. Hat sie jetzt Schleim hier oder wer ist es? Ich glaube, hat nichts abgekriegt, oder? Granit geliefert. Ich hoffe, der Schleim wird uns nicht zerstören. Wenn das jetzt da ist, dann funktioniert das Ding, oder? Okay, da wird das weggehauen. Nicht irgendwie kontaminiert, oder? Da kommt der nächste. Ich hoffe, das wird jetzt hier wieder zugebaut. Oh ne, der hat das. Dauert das. 10.000 Essen ist auf jeden Fall genug da. So, das hat schon mal geklappt. Sollte man das so lassen? Einfach so. Ja, da ist Wasser. Genau. Mach das weg, dann ist da kein Wasser mehr. Die holen jetzt hier Luft. Aber Strom ist noch da, oder? Batterie ist leer. Ist doch kein Strom da. Aber Gas ist da. Ach, dieser fehlende Ziegel, der macht mir noch Sorgen, ne? Was macht Miep? Ist der gesund? Bett ist leer, Miep ist gesund. Das heißt, jemand anders kann sich da gleich reinlegen. Was macht er hier? Und hier glücklich zahm, findet sie das Baby unerreichbar. Na, okay, das ist aber auf jeden Fall nicht verhungernd. Ja. Otto kommt jetzt. Mal gucken, was Otto macht. Der Ziegel wäre jetzt vielleicht auch ganz sinnig, den zu bauen erst. Macht Otto nicht. Otto wischt erstmal eine Runde. Super, oder? Ja, hast du selber die Füße nass gewischt. So, hier. Was sagt denn unsere Station jetzt hier? Geht noch nicht. Was sagt unsere Batterie? Geht noch nicht. Macht hier oben einer was? Nicht wirklich, oder? Doch, da ist einer gemacht worden. Ich hätte den auf 10 stehen, glaube ich, oder? Jetzt ist Nacht. Gut, dann würde ich aber auch sagen, machen wir hier erst ein Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und genauso gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.